Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum interaktiven Video-Live-Chat hier bei der FDP Hamburg. Als Gesprächspartner begrüße ich heute zwei junge, liberale Nachwuchspolitiker, die bereits in wichtigen Ämtern sind bzw. kommen werden. Die eine ist die 35 Jahre alte Katja Suding, die hier in Hamburg dabei ist, als Spitzenkandidatin der FDP für die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft uns erfolgreich in die Bürgerschaft zu bringen. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Kommunikationsberaterin. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Guten Abend. Unser zweiter Gesprächspartner ist noch ein bisschen jünger, er ist 32, schon mit 16 ist er in die FDP eingetreten und seitdem dem Liberalen treu geblieben. 2009 wechselte er vom Landtag in Düsseldorf nach Berlin und ist seit April 2010 unser Generalsekretär. Ich freue mich sehr, dass er heute in Hamburg ist und begrüße Christian Lindner. Hallo, guten Abend. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit und steigen sofort ein mit einer, direkt mit einer häufig gestellten Frage, die geht an Herrn Lindner. Herr Lindner, mehrere Userinnen fragen, ob Sie eigentlich eine Freundin haben. Ja, ich habe eine Freundin. Das beruhigt uns sehr. Ich sehe sie nur im Augenblick wegen der Wahlkämpfe zu selten, aber vielleicht schaut sie ja jetzt zu, dann sieht sie mich zumindest jetzt mal und später am Abend. Eine Frage an beide Kandidaten wäre, wie will sich die Hamburger FDP, insbesondere an Frau Suding natürlich, wieder dauerhaft über 5% bringen und damit permanent in der Hamburger im Hamburger Landesparlament vertreten sein? Ja, zunächst einmal ist natürlich unser großes Ziel, dass wir am 20. Februar in die Bürgerschaft einziehen mit einem guten Ergebnis, mit einer starken Fraktion. Und dann wird es auch gleich losgehen, dann werden wir unsere Arbeit machen. Wir haben uns ja Ziele gesetzt für Hamburg. Wir möchten, dass Hamburg wieder kinder- und familienfreundlicher wird. Wir möchten, dass wir eine Wirtschaftspolitik machen, die neben dem Hafen und der Großindustrie auch die kleinen und mittleren Unternehmen nicht vergisst, sondern sie wirklich betont. Und wir werden uns gleich dran machen, dass wir eine grundsätzliche Wende in der Haushaltspolitik vollziehen und endlich von unseren hohen Schulden wegkommen. Und das wird uns den Erfolg sichern, ich bin mir ganz sicher. Und das sicherlich mit bundespolitischem Rückenwind, Herr Lindner. Ja, sicher. Das Entscheidende in der Politik ist ja, dass sie sich nicht verheddert in irgendwelchen Theorien, sondern dass wir uns bemühen, den Alltag der Menschen zu erleichtern, besser zu machen. Leute wollen etwas aus ihrem Leben machen und dafür brauchen sie nicht eine Politik, die ihnen Knüppel zwischen die Beine wirft. Und mein Eindruck ist, dass das hier in Hamburg exzellent auch mit unserer Spitzenkandidatin politisch repräsentiert wird. Eine junge Frau, die beruflich erfolgreich ist, gleichzeitig Mutter ist, die Verantwortung in der Politik übernimmt, die kennt also den Alltag. Sie hat selber noch die Probleme, die viele 10.000 andere in Hamburg haben und kann deshalb ganz anders auch dann für die in der Bürgerschaft Politik machen. Und das scheint mir ein Erfolgsrezept für die FDP insgesamt zu sein. Zuhören, was erwarten die Bürger von uns, Klarheit in der Prioritätensetzung und dann konsequent umsetzen in einer Koalition. Und sie sieht auch noch gut aus, das kommt auch noch hinzu. Aber eine weitere Frage an Frau Suding, wie schafft man es eigentlich, in so jungen Jahren, in so kurzer Zeit, Spitzenkandidatin in einem Bundesland zu werden? Naja, zunächst einmal bin ich gewählt worden am 4. Januar. Wie schafft man das? Ich bin vor 5 Jahren in die Partei eingetreten und ich habe sehr lange gewartet, bis ich mich parteipolitisch engagiert habe. Einfach deswegen, weil ich wusste, dass ich in der Partei, wenn ich es dann wirklich mache, auch nicht nur einfach meine Beiträge zahlen möchte, sondern dass ich dann auch wirklich etwas bewegen will. Und das habe ich getan in den letzten 5 Jahren. Ich habe mich sehr engagiert und deswegen hat die Partei gesagt, dass wir jetzt mal mit einem neuen Gesicht, mit einem Neustart nach vorne gehen. Und im Übrigen habe ich auch ein wunderbares Team hinter mir aus sehr erfahrenen, aus jungen Gesichtern, aus Männern und Frauen. Und ja, so gehen wir in den Wahlkampf. Gut, vielen Dank. Kommen wir zu einer weiteren Frage, die bezieht sich auf die Frage Bildung. Was will die FDP denn für die Bildung unserer Kinder tun? Und warum waren Sie gegen die Schulreform in Hamburg? Ich glaube auch, das geht auch an Katja Suding, diese Frage, würde ich sagen. Ja, die Schulreform beinhaltete ja die Zwangseinführung der Primarschule. Also ohne Sinn und Verstand die Zerschlagung der so erfolgreichen Gymnasien. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Unter Zwang brauchen wir das nicht. Wir haben ein erfolgreiches System, mit dem wir arbeiten. Das ist ein System aus Gymnasium und Stadtteilschule. Das müssen wir stärken. Da müssen wir in die Qualität investieren. Es bringt doch überhaupt nichts, wenn wir Milliarden von Euros nehmen, nur um die Schulen so umzubauen, dass wir diese Schulreform hätten durchführen können. Dann wäre nicht ein einziger Euro in mehr Qualität in den Unterricht geflossen. Und da haben wir gesagt, so geht das nicht. Wir müssen jeden Euro direkt in die Qualität des Unterrichts investieren und genau das tun wir jetzt auch. Dankeschön. Eine Frage an Herrn Lindner.
Was will die FDP denn für die Bildung unserer Kinder tun? Ihre Kollegin Pieper hat sich ja im Stern für mehr Zentralisierung in der Bildung ausgesprochen. Wie passt denn Zentralismus mit der FDP zusammen? Also zunächst einmal geht es nicht darum, dass wir jetzt ein einheitliches Bundesbildungssystem haben wollen, sondern es muss auch schon Unterschiede in den Ländern geben. Und Wettbewerb zwischen den Ländern kann ja auch durchaus produktiv sein. Erlaubt auch den Vergleich dann, was gut, was schlecht läuft. Und von daher kann es nicht um einen Zentralismus in der Bildungspolitik gehen, sondern darum, dass wir vergleichbare Standards in Deutschland bekommen. Das ist das eine. Dafür brauchen wir eine andere Kultusministerkonferenz, die arbeitet jetzt nach dem Einstimmigkeitsprinzip, das heißt, der langsamste Tanker bestimmt das Tempo des Konvois. Wir sind dafür, dass es da ein qualifiziertes Mehrheitsprinzip gibt. Dann ist es möglich, dass eine Mehrheit der Länder auch entscheidet. Wir brauchen hier einen Standard, wir brauchen hier eine Vergleichbarkeit zum Beispiel der Lehrerausbildung und kann nicht ein einzelnes Land dann die Bremse anziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es bestimmte Schlüsselvorhaben in der Bildung gibt, zum Beispiel die Lehrer-Aus- und Weiterbildung, die so entscheidend sind für unser Bildungssystem insgesamt, dass man das nicht alleine den finanziellen Möglichkeiten der Länder, die begrenzt sind, überlassen darf. Und hier zu überlegen, kann es da Möglichkeiten geben, die finanzielle Kraft von Bund und Ländern zu verbinden bei bestimmten Schlüsselprojekten. Das steckt hinter diesem Vorschlag auch von Cornelia Pieper. Sie hat noch anderes genannt. Da geht sie etwas über das hinaus, was ich persönlich für richtig halten würde. Aber im Kern geht es um eine neue Bildungspartnerschaft von Bund, Ländern und Gemeinden. Wie sie konkret aussehen soll, das werden wir auf unserem Bundesparteitag im Mai mit einem großen Antrag beschließen und dann mit unserem Koalitionspartner in die Umsetzung eintreten, Gespräche führen, was zu tun ist im Einzelnen in der Gesetzgebung. Dankeschön. Ein User schreibt, ich bin politisch aktiv. Wie schafft man das als junger Politiker nach oben? Wie kann ich mich gegen Ältere durchsetzen? Katja. Ja, ich kann nur jeden dazu raten, der jung in die Politik kommt, sich wirklich zu engagieren und auch mit seinen Vorstellungen und Meinungen nicht hinter Berg zu halten, sondern sich wirklich offen zu artikulieren und zu diskutieren, in Diskussion zu gehen. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich mich gegen Ältere durchsetze. Das Gute an der Politik oder Politik wird dann gut, Parteien leben, sind dann lebendig, wenn Ältere und Jüngere zusammenarbeiten und jeder seine Erfahrungen mit einbringt. Von daher kann ich jedem wirklich nur sagen, engagiert euch, sagt, was ihr denkt, und in der FDP ist es so, wir werden gehört, dankbar gehört, und ja, so geht es. Gut, von Ihnen noch was? Kann ich besser nicht sagen. Nein, kann ich besser nicht sagen. Die nächste Frage geht an Katja Suding. Sie reden immer davon, dass Sie die Familien stärken wollen. Wie genau wollen Sie das denn in Hamburg machen? Ja, die Familien stärken, das sind ja mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen. Das eine ist die frühkindliche Bildung, die ganz entscheidend ist für uns, der Ausgangspunkt für einen später erfolgreichen Bildungsweg. Deswegen brauchen wir mehr Qualität in den Kindergärten. Wir müssen Kindergärten aber auch flexibler machen, damit Kindergärten sich auf die Lebenswirklichkeit berufstätiger Eltern einstellen. Ich selber bin Mutter von zwei Kindern und stelle fest, dass Hamburg da noch einiges an Nachholbedarf hat. Wir haben nämlich ein sehr, sehr starres Kitasystem, während in anderen Bundesländern wird viel flexibler sind, was die Öffnungszeiten und was die Abhol- und Bringezeiten angeht. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Bildungspolitik. Da haben wir in Hamburg ja einiges erlebt im letzten Jahr. Wir sagen ganz klar, wir setzen auf das System aus Gymnasium statt der Schule und werden dafür sorgen, dass innerhalb dieses Systems die Qualität sich verbessert, wir unsere Lehrer besser ausbilden können, wir für Durchlässigkeit zwischen den beiden Systemen sorgen und wir auch vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir nicht die Einheitsschule hier in Hamburg bekommen, sondern dass wir wirklich die Bildungsvielfalt für die unterschiedlichsten Kinder, die wir haben, auch halten können. Ein dritter Aspekt, ganz, ganz wichtig, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Auch da hängt Hamburg hinterher, es müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden und dafür werden wir uns einsetzen. Dankeschön. Es geht weiter mit einer Frage an Herrn Lindner. Warum ist die FDP bei den Hartz-IV-Verhandlungen so gegen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes? Der Hintergrund ist, dass das alte Gesetz vom Verfassungsgericht verworfen worden ist. Es ist verfassungswidrig gewesen, weil gesagt worden ist, dass der Regelsatz politisch festgelegt worden ist, willkürlich festgelegt worden ist und dass er insbesondere bei den Kindern zu gering war. Und vor dem Hintergrund waren wir jetzt gehalten, auch über den Regelsatz hinaus ein neues Verfahren zu entwickeln, wie man das einigermaßen objektiv machen kann. Und wir haben uns entschieden, das an einer Statistik zu orientieren. Das Statistische Bundesamt macht immer eine Untersuchung, eine Einkommens- und Verbrauchsstatistik, was in der Gesellschaft so ausgegeben wird, für was. Und hier ist ganz konkret geschaut worden, was
verdient das untere Fünftel derjenigen, die ein Einkommen beziehen, und für was geben die es aus? Und auf der Grundlage ist der Regelsatz errechnet worden. Da ist neu hinzugekommen beispielsweise, dass Internet eine größere Rolle spielt, dass das auch ein kultureller Zugang ist, der ist in den Regelsatz mal reingerechnet worden. Wir haben auf der anderen Seite aber dann eine wertende Entscheidung getroffen. Dazu hat uns das Verfassungsgericht auch aufgefordert, Alkohol und Tabak aus dem Regelsatz rauszunehmen. Diese wertende Entscheidung haben wir getroffen und so kam es zu dem Regelsatz von 364 Euro. Der ist nicht willkürlich. Und jeder, der ihn jetzt erhöhen will, wie SPD, Grüne und Linkspartei das wollen, die müssen das eben statistisch begründen. Das haben sie bislang noch nicht vermocht. Und sie müssen die Frage der Gerechtigkeit beantworten, weil es eben auch Menschen gibt, die arbeiten, für ein sehr kleines Einkommen möglicherweise arbeiten und keine Sozialleistungen bekommen. Auch denen gegenüber muss ein Regelsatz gerecht angelegt werden. Dankeschön. Eine aktuelle Frage. Oder besser eine Frage zu einem aktuellen Thema an Katja Suding. Es geht um die Frauenquote. Ich selbst bin auf oberer Führungsebene in einem Unternehmen tätig. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich als Frau gegen Männer mit gleicher Qualifikation keine Chance habe. Da möchte ich von Ihnen wissen, Frau Suding, wie stehen Sie zu einer Frauenquote? Ja, die Diskussion ist eine sehr interessante. Ich glaube allerdings, dass wir keine Frauenquote brauchen. Ich setze mich auch dafür ein, dass wir sie nicht bekommen werden. Ich glaube, dass sich Frauen auch so durchsetzen und dass man doch bei der Auswahl von Mitarbeitern darauf setzen sollte, was sie können und nicht nach dem Geschlecht gehen. Ich glaube auch, dass andere Faktoren viel entscheidender sind, die dafür sorgen können, dass wir mehr Frauen in den Führungsetagen haben. Das ist ja durchaus ein Problem, das da ist, was ich auch sehe und was auch wünschenswert wäre, wenn sich das ändern würde. Zwei wichtige Faktoren, an die wir rangehen müssen, ist: Das eine ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein müssen. Es ist heute immer noch schwer und das trifft meistens die Frauen. Kinder und eine anspruchsvolle berufliche Tätigkeit miteinander zu verbinden, da müssen wir ran. Und das andere ist auch eine Sache in der Unternehmenskultur. Wir haben in Deutschland immer noch eine Unternehmenskultur, die einen Wettbewerb aufruft danach, wer am längsten bleibt. Also derjenige, der abends am längsten an seinem Schreibtisch sitzt, ist derjenige, der die beste Arbeit macht. Da müssen wir von weg, da können wir viel von den skandinavischen Ländern lernen. Da wird um 16 oder 17 Uhr nach Hause gegangen, da ist man für die Familien da und da haben die Frauen auch die Möglichkeit, gleichberechtigt in den Unternehmen aufzusteigen und da funktioniert es. Deswegen glaube ich, die Frauenquote ist nicht das richtige Instrument, um das Ziel, was ich durchaus auch sehe, mehr Frauen in Führungspositionen zu setzen, zu erreichen. Als nächstes haben wir ein bundespolitisches Thema für Herrn Lindner, Thema Vorratsdatenspeicherung. Eckpunktepapier von Frau Lauthäuser-Schnarrenberger. Demnach sollen Internetverbindungen eine Woche gespeichert werden. Das ist im Wahlprogramm anders versprochen worden. Ja, das Wahlprogramm ist auch FDP pur, so wie wir es vielleicht selber machen würden. Und was aus unserer Sicht fachlich sinnvoll ist, war, wenn eine Bundesministerin einen Gesetzentwurf oder in dem Fall ein Eckpunktepapier vorlegt, dann muss man natürlich auch die Wünsche und Forderungen eines Koalitionspartners mindestens berücksichtigen. Es trägt also schon Züge eines Kompromisses, dieses Papier. Wenngleich wir den Kompromiss in der Regierung noch nicht haben. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt und das in den Medien verfolgt, sieht ja, dass die CSU sehr viel mehr will bei der Vorratsdatenspeicherung, nicht nur im Bereich Internet, sondern auch bei den Telefonverbindungsdaten, sehr viel mehr will. Wir wollen eine anlassbezogene Speicherung, respektive einen anlassbezogenen Zugriff dann auf die Daten mit Richtervorbehalt. Die CDU will einen riesen Datenfriedhof dort anlegen, und zwar nicht nur bei den IP-Daten, sondern auch bei der Telefonie. Da werden wir nicht mitmachen, das ist auch ein wichtiges Anliegen für uns, aber hier bei der Frage IP-Verbindungsdaten war ein Schritt erforderlich. Ich finde, eine Woche Speicherung und Zugriff nur anlassbezogen, das ist verhältnismäßig, weil sonst nicht sichergestellt ist, dass gerade bei diesen sehr verflüssigten Daten wie IP-Daten die Provider möglicherweise die Daten gar nicht mehr vorhalten können, also dieses Quick-Freeze-Verfahren überhaupt gar nicht wirksam werden kann. Sehr komplexes Thema, aber gerade im Internet und denjenigen, die in der Szene aktiv sind, ja, sehr sensibel betrachtet, wissen wir auch. Frau Suding, Sie treten ja gegen eine Erhöhung der Kita-Gebühr ein. Werden Sie die Erhöhung wieder rückgängig machen, wenn Sie an die Regierung kommen?
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das ist ein zentrales Anliegen für uns. Frühkindliche Bildung ist einer unserer Schwerpunkte, ist, wie wir es eben schon gehört haben, der Dreh- und Angelpunkt für den späteren Bildungserfolg. Und da können wir nicht nur finanzielle Barrieren schaffen, die Kinder davon abhalten können, Kindertagesstätten zu besuchen. Wir werden die Erhöhung auf jeden Fall zurücknehmen. Wir werden aber auch dafür sorgen, dass auch das Essensgeld, das ist ja auch nochmal kräftig erhöht worden, dass auch da die Erhöhung zurückgenommen wird. Wir haben damals schon, als das in der Planung war, gesagt, dass das so nicht funktioniert. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dass nicht nur die 3-4% der Eltern betroffen sind, wie es uns damals von Senator Wersig gesagt wurde, sondern weit mehr, nämlich über 20%. Und wenn man sich mal anguckt, wen das Ganze trifft, dann wird das besonders schlimm. Da wird nämlich dargestellt, dass jemand, der ein Bruttoeinkommen von 4.000 Euro bezieht und zwei Kinder hat, bereits zu den Gutverdienern zählt, wo man mal durchaus sagen kann, da könnte man den Höchstsatz ansetzen. Und da kann ich nur sagen, wer in Hamburg in einer großen Stadt mit 4.000 Euro brutto zwei Kinder versorgen muss, der gehört keineswegs zu den Besserverdienern, sondern muss schon sehen, wie er über die Runden kommt. Und von daher kann man nicht sagen, dass man da einfach gnadenlos erhöht, was da passiert ist. Wir werden das zurücknehmen. Danke. Eine Frage aus NRW zu NRW. Das betrifft sicherlich Herrn Lindner. Frau Kraft droht mit Neuwahlen. Nehmen Sie, Herr Lindner, das ernst und wie weit fürchten Sie Neuwahlen? Ja, ob sie es ernst meint, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass wir Neuwahlen nicht fürchten. In Nordrhein-Westfalen hat die grün-rote Landesregierung dort jetzt Rekordschulden gemacht. Einmaliger Vorgang, dass ein Landesverfassungsgericht im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes einer Regierung verboten hat, neue Schulden zu machen, weil das Ding offensichtlich verfassungswidrig war. Einmaliger Vorgang, Rekordschulden also. Einebnung des Schulsystems wie hier in Hamburg, das beabsichtigen die in Nordrhein-Westfalen auch, geht völlig am Elternwillen, auch an den Notwendigkeiten vorbei. Und zuletzt, in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt Privilegien für öffentliche Unternehmen gegenüber dem privaten Mittelstand. Also das ist eine Politik, die ist so gegen die Interessen des Landes und die Mitte in Deutschland, Mittelschicht und Mittelstand gerichtet, dass ich mir keine Sorgen mache über einen Wahlkampf. Ganz im Gegenteil, da nochmal zu zeigen, Mensch, war nicht die alte Landesregierung für euch dann im Ergebnis doch besser als das, was jetzt da neu an grün-roter Politik mit Duldung der Linkspartei gemacht wird. Da hätte ich große Freude dran. Eine Frage an Frau Suding. Was will die FDP Hamburg für den Mittelstand tun? Ja, wir werden eine Wirtschaftspolitik machen, die ganz gezielt die kleineren und mittleren Unternehmen in das Visier nimmt. Hamburg ist nämlich ja viel mehr als nur Hafen und Großindustrie. Wir haben Handel, Dienstleistung, Kreativwirtschaft. Und diesen Unternehmen müssen wir vor allen Dingen Ansprechpartner auf der lokalen Ebene bieten. Nicht zentral, wie es jetzt die CDU gemacht hat, nur in einer Behörde auf städtischer Ebene, sondern in den Bezirken, da wo die Unternehmen tatsächlich auch sind. Und da habe ich jetzt in der letzten Woche wieder mit einem Unternehmer gesprochen, der versucht hat, eine Baugenehmigung zu bekommen für eine Betriebserweiterung. Darauf wartet er jetzt seit Monaten. Und da kann ich nur sagen, wer so eine Politik macht, der behindert unternehmerisches Handeln. Und deswegen werden wir dafür sorgen, dass wir den Unternehmen ein Gesicht, one face to the customer bieten, dass wir ihn nicht mehr weiter zumuten, dass er sich durch 2, 3 oder 4 verschiedene Anlaufstellen wühlen muss, bis er am Ende sein Anliegen umsetzen kann. Das müssen wir zentral in die Hand nehmen mit einem Ansprechpartner, der gleich alles klärt, was zu klären ist und dann hinter im Backoffice zusammenzuarbeiten. Da werden wir also wirklich strukturell umbauen, damit die Unternehmen ihrem Geschäft nachgehen können. Hört sich gut an. Sehr gut. Frau Iversen möchte von Christian Lindner wissen, wie steht Ihre Politik, Ihre Partei meint sie sicherlich, zum aktuellen Ausländerrecht? Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Was meint sie genau zum aktuellen Ausländerrecht? Ja, das steht hier leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also ich mache es in einigen wenigen Stichworten. Ja, zum Asylrecht, da muss es auch Anpassungen beim Asylbewerberleistungsgesetz geben, so wie wir jetzt auch die Regelsätze von Hartz IV anpassen. Auch da hat sich das Existenzminimum dann Kraft Natur der Sache verändert, wenn man zu neuen Rechnungsmethoden kommt. Sie könnten möglicherweise meinen, wie gehen wir mit in Deutschland illegal lebenden Menschen um? Da brauchen wir mehr Humanität, damit sie Zugang zu Gesundheitsversorgung und zu Bildung bekommen. Idealerweise müssen wir aber auch einen Diskurs darüber führen, wie können wir die Leute aus der Illegalität in die Legalität führen, beziehungsweise dann auch durchsetzen, wenn sie keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben. Sensibles Thema. Sie könnten über Zuwanderung etwas erfahren wollen. Wir sind für ein Punktesystem, also für ein System qualifizierter Zuwanderung nach Deutschland von
Spitzenkräften, die nicht in unser Sozialsystem einwandern, sondern hier Jobs besetzen, die wir auch dringend brauchen angesichts des demografischen Wandels. Also ein weites Feld. Wenn Sie eine Spezialfrage haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, christian.lindner@bundestag.de, dann machen wir das bilateral. Frau Suding, wie würden Sie sich außerhalb der Politik als Mensch beschreiben? Das soll insbesondere bedeuten, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, Freizeit, wenn vorhanden. Ja, Freizeit ist im Moment nicht vorhanden, aber es ist ja nicht immer Wahlkampf. Und dann verbringe ich natürlich viel Zeit mit meiner Familie. Ich habe 2 Kinder, 6 und 8 Jahre alt, und wir sind insgesamt eine sehr sportliche Familie. Wir gehen viel schwimmen, wir gehen laufen, sind also viel draußen unterwegs, wohnen auch nah an der Elbe, sind viel am Strand. Und ich lese sehr gerne. Am liebsten Krimis und am liebsten auch im englischen Original. Sehr gut. Eine Frage an Christian Lindner. Sehen Sie Auswirkungen von Stuttgart 21 auf die Wahlen in Baden-Württemberg? Das war ja ein Riesenthema, aber ich bin da jetzt viel auch unterwegs. Nach meinem Dafürhalten hat sich da die Lage verändert. Es gibt jetzt eine Mehrheit für Stuttgart 21. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat durch dieses Verfahren, wo öffentlich Fakten geklärt worden sind, erkannt, dass das eigentlich ein ganz gutes Projekt ist. Ich meine, ein energieneutraler Bahnhof, Milliardeninvestitionen in die Schiene und ein ökologischer Musterstadtteil, da wären die Grünen in den 80er Jahren auf den Tischen getanzt. Das ist ja auch ein gutes Projekt. Also insofern, ich sehe auf den Wahlkampf in Baden-Württemberg eher keine Auswirkungen mehr. Das Thema ist da gewendet durch dieses Verfahren. Aber es hat eine Auswirkung, glaube ich, auf unsere Demokratie insgesamt, auf Demokratiepolitik, wie man unser politisches System vielleicht auch reformieren muss. Dieses, wie Heiner Geißler gesagt hat, Demokratie-Experiment hat Konsequenzen und muss Konsequenzen haben, wie wir Verfahren vielleicht schneller und besser machen. Vorschlag: Am Beginn eines solchen Großprojektes sollte der Souverän entscheiden, wollen wir die Brücke, wollen wir den Tunnel, wollen wir den Bahnhof, ja oder nein. Und wenn die entschieden haben, dann muss danach aber auch möglich sein, dass sich anschließende Planungsverfahren innerhalb von 5 Jahren durchzuziehen. Bislang ist es so, man hat 15 Jahre ganz intransparente Verfahren mit vielen tausenden Eingaben, in Stuttgart 11.000 Bürgereingaben, aber trotzdem haben alle das Gefühl, sie wissen nicht genau, in welche Richtung das geht und sind dann am Ende unzufrieden. Also machen wir doch den großen Diskurs an den Anfang des Verfahrens und danach alles eben schlanker und schneller. Dankeschön. Ich sehe, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich würde Sie beiden um ein Abschlussstatement bitten und vielleicht können Sie noch eine Frage, darf man einbauen, die hier genannt worden ist. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsessen? Katja. Schwierige Frage. Nee, gar nicht schwierig. Ich liebe Nudeln. Nudeln in allen Varianten. Ja. Im Moment am liebsten mit Scampi. So, Nudeln brauche ich einmal täglich. Ja, ich bitte Sie um Ihre 20 Stimmen für die FDP am 20. Februar. Wir machen eine Politik, die sich auf den Mittelstand konzentriert. Wir sind der Garant dafür, dass der Volksentscheid 1:1 umgesetzt wird und wir nicht die Einheitsschule bekommen. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir als Stadt handlungsfähig bleiben. Das heißt, dass wir die Finanzen in den Griff bekommen. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme. Vielen Dank. Also mit meinem Lieblingsessen schließe ich an die erste Frage an, nämlich das sind Spaghetti Bolognese von meiner Freundin. Die ist halbe Italienerin und hat alte Familienrezepte, die sie da einsetzen kann. Das ist also mein Lieblingsessen. Nein, das Rezept nicht, sondern jetzt komme ich zu dem, was ich am Schluss sagen will. Denn ich will andere sprechen lassen. Das ist mein augenblickliches Lieblingszitat. Okay. Mein Lieblingszitat ist von diesem Wochenende und es kommt vom ehemaligen Bürgermeister Henning Foscherau, 87 war er hier der Chef und der hat dieses Wochenende gesagt, ein wunderbares Zitat, die Salongrünen haben es aufgrund von Fehlleistungen und Verfilzungen am meisten verdient, nach der Wahl in der Opposition zu landen. Zitat Ende. Und dann sagt er weiter, sozialliberal, dazu sage ich mal lieber nichts, seine Meinung, also sozialliberal, ich sage mal liberal, ja, ist die sehr viel angenehmere und stadtverträglichere Lösung. Und damit hat er recht, deshalb kann ich mich nur der Katja Suding anschließen. 20 Stimmen für die FDP sind sicherlich nicht zu ihrem Schaden und nicht zum Schaden der Stadt, ganz im Gegenteil. Bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern, bedanke mich bei den eifrigen Chattern und Usern im Netz und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.